Meter geschafft. Jetzt putzt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann. So gespannt von der Hand zu weisen. Anschieben quasi. Kümmer dich mal um Benni. Ja. Was geht da bei euch überhaupt? Und kaum einer hat es bemerkt, wa? Wenn ich uns kurbeln. Ich denke, wir checken ein Differenzial. Wir schenken gleich die volle Aufmerksamkeit hier an die Raube, deswegen warten wir noch mal, bis die Bahn frei ist, keiner zieht, dass hier alle sich die Raube mal angucken können. Was mit der Anzeige? Regie, habt ihr eben die Weite mitbekommen? Mach mal so oder so? So, nein, ja? Nein, haben wir nicht. Okay. Also wir sehen jetzt hier für Benni irgendwie 12 cm. Ja, das heißt natürlich, er darf normal starten, weißt du? Und ja 10 Meter, ne? Oder wie ist das Ding so? Ja, natürlich, bei 12 cm darf er nochmal. Ja, das hat dann nicht ganz so geklappt, den nehmen wir ihn dann gleich nochmal. War ja auch unser erster Kandidat in der 6,5 von Standardklasse. Quasi unser Probezug dann. Aber die Einstellung passt noch. Die Traube lief früher vom Flug und dann wurde sie eigentlich nur noch vom Gebläse benutzt. Ich glaube nämlich von dem Buch Marimolde. Und dann dachte sich Marius, nachdem sie lange rumstand, Mensch, das kann ja nicht sein, doch ein Gummikart, das müssen wir nochmal flott machen. Und dachte sich, mit der Bahn jetzt. Ich drücke alle die Daumen da oben. Alle, die wir haben. Bei gibt es Mühe. Bei dem Produkt geht es noch nicht um Ziehen, sondern um Aussehen. Die Optik sehen. Logo. Das könnten wir ja dieses Jahr vielleicht auf Sonderpunkte wechseln. Wenn ihr dann wieder die Differenzial So, wir ziehen jetzt nochmal ein zweites Mal mit der Raupe. Hoffentlich funktioniert das jetzt auch. Ich glaube, sie doch außer Werdung noch mal kleine Hingucker hier für den Tag noch mal. Das sieht man ja nicht alle Tage. Nee, das stimmt. Aber apropos Wertung, hier haben wir 62,91 Meter, so rum. 62,91 für die Stadt mal 651 Benjamin Felix. Also kann man erstmal nichts zu sagen, so ein bisschen driften ist ja auch schlecht. 63, so. 23, muss ich noch kurz durchgeben. Die Weite für
Remo Schmidt mit der Startnummer 654. Jetzt darfst du gerne. Danke. Hier startet oder zieht schon bereits der Philipp Rahn aus Geelwöken, auch Nordwest-Mecklenburg, mit einem wunderschönen Deutz, Baujahr 54, mit 24 PS. Wollen wir das als einen Test werden? Wollen wir das als einen Test werden? Wollen wir die Kette noch mal anders machen? Geht das schon? Haben wir schon das unten? Ja. Also wir entscheiden uns dafür, dass wir das Gewicht noch mal runternehmen. Die wissen, was geht, oder wie sieht das da aus? Ich glaube ja, das war wohl knapp. Mit dem Gewicht. Wir sind hier aber noch in der 6,5-Tonnen-Klasse. Jetzt allerdings Standard. Das hat Stefan ja vorhin schon erklärt. Standard, da darf da einiges gemacht werden. Ah, der Eicher zeigt vorne hier. Aber er hält weg. Da hoch für wie 65,60 Meter. Philipp Rahn aus Geelwöken, Deutz 25 oder D25 mit 57 PS. Wir haben wahrscheinlich ein bisschen mehr PS. Ja, auch Mogelmann. Das ist aber schön. Der hat ordentlich Füllung. Geht auf jeden Fall so hier. So. Jasmin gibt alles. Mal gucken. 64 Meter, 75 sind vorgelegt als beide für beide. Das ist dann die Frage. Oder wer ist steil? Klingt gut. Und ist jetzt auch die weiteste Weite dann. 66, 27 für die Start auf 652 Jasmin Hameister. Ja. Ich bin auf dem weit entfernten Seedorf angereist. Kreis her, ist im Laumburg aber jetzt noch. Ja, von unserer Seite aus können wir. Oh, das geht rasant los hier. Lanz Bulldog von Carsten Koschinski aus Heusdorf. 28 PS, Baujahr 53. Ja, das sah ganz gut aus. Und auch gar nicht so schlecht. 65, 26 für Sönke Ressmann mit der Startnummer 655. Hallo, oh. Sisi. Ah, ist das gleiche Loch gefahren wie der Vorgänger. Das ist übel, ne? Ja, das ist übel. Cool. Ich hab mir hier nicht mein Bier. So, einer kommt, einer fehlt. Welche Klasse ist das jetzt? 6,5 Standard. Oh, die sammeln sich. Ich könnte ja schon mal die Teils geben. Jasmin Hameister hat 66,27. Sönke Ressmann aus Seedorf. 65,26 und Julian Kohl aus Heusdorf 64,75. Das ist wirklich eine ganz enge Nummer gewesen. Herzlichen Glückwunsch schon mal. So habe ich heute noch nicht gehabt, dass ich den ersten Platz an eine Frau verteile. Herzlichen Glückwunsch, doppelt. Zweiter Platz, Sönke. Dritter Platz, Julian. Danke.
Ein Applaus für alle. Auch mal die Ostkurve aus dem Quark kommt da oben. Ganz Spritköbel. Danke. Geht aber langsam hektisch hier. So, erste Klasse Oldtimer. Liegt so besonders am Platz. Bis 20 Meter. So, bei mir startet Walden Möller aus Bergtief. Ich habe hier ganz flott vorwärts. Mit einem Deutsch 1806. Weite von 55,61. Hier war Stimmung, habe ich da hören, wa? Hier ist Stimmung. Bewegt ihr euch noch vorwärts? Nö. Aber jetzt ist Schluss. Ach, jetzt zeig doch mal vorne zu nennen. 68,11. Mit 27 PS. Wie sich das so verhält, ob wir noch was verändern müssen am Bremswagen. Ich meine, der Boden ist jetzt ein bisschen abgetrocknet, wir gleiten nicht mehr ganz so dahin. Deswegen. Für den kleinen Bremswagen können Sie schon mal die Starter der 4,5 Tonnen Pharma-Klasse bereit machen. 4,5 Tonnen Starter Pharma-Klasse bitte bereit machen. So, bei mir steht Dirk Meier aus Witten mit einem IHC 6420S, 58 PS. Und mal gucken, was jetzt hier angeht. Er ist auf jeden Fall ein bisschen ruhiger als eben. Fällt auch nicht so viel Lecken zwischendurch, wenn man ruhiger umzufahren. Jona? Ja? Werden wir den Zug? Das ist noch nicht ganz klar. Kleiner Augenblick. Okay. Jetzt sehe doch was aus hier. Ja, 37 Meter für Heinrich. 37. Jo, haben wir. Super. Bisher das weiteste. So. Aber der Marco Menzel mit seinem Dieselross, der zweifache 80 Meter Roadrunner in der Oldtimer. So, Dirk Meier hat eine Weite von 22,81. War der die voll? Eine Frage an den Ingenieur, jetzt fehlt noch einer bei mir am Ziel. Aber ich glaube, der ist nicht da, oder wie ist das? Aufrufen, 4,5 Tonnen Klasse, Pharma, kleinen Rennwagen. Ja, dieses Mikrofon läuft gerade nicht. Ich sag's einmal durch hier für den Oldtimer-Bremswagen. Der Marco Menzel aus Witten mit seinem Dieselross F28W, 28 PS, Baujahr 1952. Noch gute Batterie, die kann man nicht. Ja, der sagt nichts. Ja, ich habe einen mit. Jona? Ja, wir überlegen hier noch, was wir machen. Den Zug werden wir es noch nicht. Auf jeden Fall. Ja?
Du hast aber auch alles in Felgengewichte investiert, was geht, ne? Ich sag, du hast alles in Felgengewichte investiert, was geht. Erster Platz, Marco Menzel aus Winsen auf Achse mit seinem Dieselross. 80 Full Pull und zweites Mal auch nochmal 80 im Full Pull. Arno Fertin aus Travenbrück. Erstes Mal Full Pull 80 Meter, dann 37 Meter im Stechen. Und Bernd Levermann, der sich irgendwie verändert hat, aus Bergentin, hat 76 Meter und somit den dritten Platz. Herzlichen Glückwunsch! Nochmal alles Gute. Nochmal alles Gute. Fairtime, ja, du hast mich letztes Jahr schon belehrt. Hofftime, Fairtime, ja, ich übe ja noch. Und Platz 3 für Bernd. Bernds Bruder. Herzlichen Glückwunsch. Applaus hier mal an die Schläfer vom Tresen. Vielen Dank. Geht Schlag auf Schlag hier. So, Marco, renn nicht so weit weg. Du hast ja eine Serie dieses Jahr hier gefühlt. Erster Platz, Marco Menzel aus Winsen. Zweimal gefahren mit einem Dieselross. Erst mit einem kleinen von Winsen Lue hierher und dann mit einem großen. Dann Heinrich Schütt, Breitenfelde. Sein Hannover kennt die Strecke schon aus dem FF. Und Carsten Koschinski aus Heusdorf mit seinem Lanz Bulldog. Platz 1, 80 Meter, Full Pull. Heinrich hat 37 Meter und Carsten 20. Glückwunsch. Und der zweite Platz. Ja, oh Mann, das gute Reifeisenfett. Nicht zu vergessen. Herzlichen Glückwunsch. Applaus hier für die Jungs. Na Marco, das wäre jetzt Zeit für eine Vitrine, ne? Weiter geht es in der dritten Klasse Oldtimer bis 40 PS. Jürgen Mozart, Gudrun Anhut und Niklas Hinz. Versuch am großen Bremswagen mit der Startnummer 620 nochmal. Wir haben ein bisschen Gewicht nachgelegt, aber doch nicht mit dem. Wir nehmen gleich zwei zum Test, weißt du? Wir wollen ja aber auch alle so ein bisschen Chance geben. Aber das reicht ja noch nicht ganz, glaube ich. We'll be right back.
müssen das leider hier nochmal machen. Oder was heißt leider? Der Traktor ist ja wunderschön, den gucken wir uns ja auf den noch gern ein zweites Mal an. Mal zum Warm werden, ne? So, an die Regie. Wir lassen den Bremswagen so. Heißt, wir werden auf den ersten Zug von eben den Full und nehmen jetzt diese Weite. Okay, alles klar. So, wir lassen unseren Bremswagen noch nicht so. Dieser Zug wird nicht gewertet. Müsst ihr euch eigentlich ja, du kannst auch so rumfahren, Bumon. Okay, haben wir auch mit. Also dieser Zug wird nicht gewertet. Der Gang hat sich verhakt. Dass wir diese Grenze schon geknackt haben. Also am großen Bremswagen werden noch ein bisschen Gewichte nachgelegt. Also Sören, du kannst gerne vorher ziehen.
Ich habe ja schon den nächsten davor gehakt. Oder sei ich gerade dabei? Ja, das ist Dennis Hanso aus Heusdorf mit seinem Case 856 XLA. So, Dennis. Feuer! Aus Ventor.
73 Meter der erste Platz, 70 Meter hat die Gudrun geschafft und 15 der Niklas. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Naja. Wir geben Vollgas jedes Jahr hier in Vollmaß. Und wir singen Ole, Ole, Ole und Schalalalalala. So, liebe Regie, unter der Klasse sind wir durch. Mein Zettel ist abgearbeitet. Habt ihr noch neun Zettel? Ja, den schon. Vielen Dank, es geht weiter. Alle sind gespannt. Mit der Oldtimer-Klasse bis 50 PS. Vollgas, jedes Jahr hier in
35, 76, Herzlichen Glückwunsch. Sven Anhut aus Lübeck hat 80 Meter, zweite Mal im Stechen auch 80 Meter. Arno hat 80 Meter und im Stechen 68 Meter. Und André hat im Stechen 59 Meter. Herzlichen Glückwunsch. Arno bis 4,5 Tonnen. Niklas Mark, Jürgen Schwand und Sönke Brockmann. Spannend, wie irgendwie geht. Ich auch. Dann brauchen wir noch den Sönke Ressmann und Udo Pannels. Jürgen Schwan. Jürgen Schwan. Jürgen Spahn. Der ist weg. Jürgen ist bei der 6,5 Tonnen Klasse. Ja, Jürgen Spahn hat den ersten Platz mit seinem Schüler. Puh. Leute, ich habe einen Fehler gemacht. Der steht hier noch mit auf der Liste, aber er wurde disqualifiziert, weil er zu schwer war. So, jetzt widerfährt der Plan eine Änderung. So, der Sönke Ressmann ist an Platz 1. Udo Baddels an Platz 2, vertreten von seinem Junior. Und dann brauchen wir hier noch die Anna Korf aus Gästeburg. Das ist ja gleich um die Ecke. Anna Korf fehlt uns hier noch. Aber glaubst du, dass der Trecker zu schwer war? Wahrscheinlich, ne? Meinst du, das sagen die doch? Oder ging die Waage verkehrt? Das ist ja eine andere Sache. Mit welchem Schlüter? Oder die Waage anders, was denn? Mit Schlüter oder mit welchen? Ja. Aber der hat das uns auch mitgezogen. Die anderen Jahre. Entschuldigung für den Patzer. Ja, herzlichen Glückwunsch. Platz 1, Sönke Ressmann. Mit 70,54. Udo Baddels an Platz 2 mit 66,30. Und Anna Kors mit 65,42. Herzlichen Glückwunsch. Ja. So, Platz 1. Jan Karlert. Herzlichen Glückwunsch. Platz 2. Benedikt. Und Platz 3. Jakob. Herzlichen Glückwunsch und einen Applaus für die Jungs. Siegerehrung in der dritten Klasse bis 3,5 Tonnen Standard. Da kommen wir ja.
sportlich agil. So, fangen wir schon mal an. Lasse Wulff an Platz 1, 68-11. Platz 2, Sascha Bruck als Felde, 65-5. Und Malte Möller aus Bergentin hat 55-61.
ja, Hans Otto macht es nochmal als Beitrag. Jetzt nochmal eine Runde spielen. Na, na, Mann, jetzt schmeißt er da was raus. Das ist jetzt minimal. Das ist nicht so schlimm. Es ist kalt.
hoch und habt ihr die drei. Und wie gesagt, 9 Tonnen. Das läuft schon mal ganz gut. Schön synchron, ne? jetzt wird das langsam ein bisschen schwieriger. Rechts, links. Jawohl, voll, voll! Puh. Ja, so. Wir wollen noch weiter, aber nützt ja nichts. Das ist ja schön. Hauptsache schön bescheuert, oder? Carsten, 25 Jahre, 25 Jahre jeden Morgen auf dem Regiewagen. Moin, Carsten, schön, dass du da bist. 25 Jahre am Stück Trecker Tech Panten, kein Jahr im Web geblieben, kein Jahr zu spät. Hat Jonas schon gesagt, immer pünktlich aufgestanden. Da war eine Kleinigkeit für dich. Dass so, wenn du dann beim nächsten Mal ein gepflegtes, kühles, ne, dir einschenken lässt, dann denk an uns und wir denken auch an dich und wir freuen uns auf die nächsten Jahre mit dir. Und ich denke mal, das ist ein riesen Applaus wert. 25 Jahre am Stück, kein Paar verfehlt. So. Mit dem Radlader das Siegerpult auf die Bahn und wir starten mit der Siegerehrung. Was machst du da, Stefan? Bitte? Machst du das? Nö. La 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 la
Tausenden von Leuten stand hier der Partywagen. Ein Tag und auch bei Nacht, spitzenmäßiges Programm. Das Wochenende ist leider viel zu schnell vorbei. Die Zeit vergeht im Flug bei der Riesenfeierei. Wieder ein Jahr warten, dann sind wir wieder am Start. Von Pascal ist der Wahnsinn, wo wir kennen die Schlafen. Denn nur hier in Ort, was du bist, so spektakulär. Ich kann mir nicht vorstellen, so von Pascal ist der la 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 la